alle Staus und Blitzer nur bei Radio Wuppertal 107.4. Radio Wuppertal 107.4 am Nachmittag. Ja, wir sind jetzt hier an dem Baustellenradio von Radio Wuppertal. Was macht ihr denn hier? Ja, wir senden die ganze Woche in der Tat live hier vom Robert-Daum-Platz, weil wir halt gucken wollten, wie läuft es im Moment mit dem Verkehr, mit der gesperrten B7. Jetzt sind ja 4 Wochen rum und wir wollten halt eben da sein, wo es wirklich passiert. Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, setzen wir uns hier mal sozusagen mitten auf die Kreuzung und sehen ja im Moment jetzt hier immer nur diese Kreuzung, aber wir haben auch einen Fahrradreporter, der unterwegs ist, der also wirklich gucken kann, was ist auf den Ausweichstrecken los. Ja, und berichten dann halt eben darüber bei uns im Radio, damit alle mitbekommen, wie es im Moment läuft mit dem Verkehr. Von wann bis wann seid ihr denn täglich hier? Die Morgensendung ist hier von 6 bis 10 Uhr und dann mache ich dann weiter im Nachmittag von 14 bis 18 Uhr, sodass wir also wirklich in dieser Woche 8 Stunden live immer hier draußen sind. Und seid ihr noch an anderen Stellen hier am Dörpersberg vertreten? Im Moment nicht. Also wir machen das im Moment wirklich nur von hier. Und wie gesagt, der Fahrradreporter ist unterwegs, um halt eben den größeren Überblick nochmal zu haben. Die fahren dann wirklich hoch bis zur Wolkenburg und in der ganzen Innenstadt hier, kommen dann immer irgendwann wieder zurück und melden es dann hier im Radio. Und welche Radiosendungen werden dann von hier gesendet? Das ist Radio Wuppertal am Morgen, das ist die Frühsendung von 6 bis 10 und Radio Wuppertal am Nachmittag mache ich dann immer von 14 bis 18 Uhr.